Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ah! Da sind sie ja endlich, Herr Jäger. Kein Kommentar, ich will nichts hören. Ey. Das ist schon peinlich genug für mich. Ja, wieso denn? Sie haben noch das Licht an, ich weiß nicht, ob sie so eine große Batterie haben. Das zahlt die Gemeinde. Der LKW hat eine große darum. Ja, wir haben hier keine Laternen stehen, von daher ist das okay. Es sind LEDs, da passiert nichts. Ja, ich habe nur gedacht, als ich da drüben dann so ein blau-rotes Licht gesehen habe, dachte ich, oh, den kennst du. Ja, ich kann mir vorstellen, wie das von hier aus aussah. Das sah ziemlich lustig aus. Man hat sie direkt erkannt, das war gut. Oh. Aber ich würde sagen, gehen wir doch erstmal runter. Warte. Motor aus. Licht aus. Es ist so dunkel, man sieht's. Hoppa. Na, das ist der Kiosk, wo ich gesagt habe. Der wohl neu aufgemacht hat. Ach so. Ah. Ja, drüben stand genau das gleiche Gebäude, da war halt nur noch nichts drin. Ach, das ist vielleicht eine Kette, keine Ahnung. Vielleicht ist das aber auch ein und derselbe Besitzer. Hier so welche, die hier gerne sitzen wollen, und andere da drüben mit dem Fischgeruch. Möglich. Ich hätte gern. Was haben die denn da alles? Wer ist denn das da? Ich kenne das gar nicht. Das ist eine Fanta Wildfrucht, Fanta Normal und Wasser, glaube ich. Und eine Sprite, glaube ich auch. Und da auch Rockstar. Och. Ja, müssen wir wieder irgendwelche Subventionen machen hier. Der Rockstar-Bude läuft noch nicht. Aber immerhin haben wir jemanden mit Geschmack. Das ist schon mal was Gutes. Mit was? Mit Geschmack. Wegen Rockstar. Ach so. Ja, klar. Ja, gut. Ich hätte gerne einen Red Bull. Danke dir. Was denn? Da muss ich mir ja gerade nochmal überlegen, ob das mit der Agrargenossenschaft was wird mit dir. Ich trinke auch ab und zu Rockstar. Jo, ich nehme eine Coke. Ein Monster, bitte. Haben sie nicht. Dann nehme ich eine Fanta. Danke. 2,80, bitteschön. Volker, hast du gehört, was der trinkt? Der Müller? Nö, Wasser. Der trinkt ein Monster. Achso, besser wie... Der fliegende Dinger da. Hallo? Herr Jäger, wollen Sie nichts? Nein. Okay. Ja, kommen Sie. Ich kann Sie jetzt hier eigentlich nicht verdursten lassen. Wenigstens ein Wasser. Obwohl, da haben Sie ja genug. Ich glaube, ich gehe mal eine Fanta aus dem Auto holen. Ich habe Papier oben vergessen. Ah, danke. ja. Jungs. Ja. Stefan, bleib mal hier. Ich glaube, der will sich abkühlen nach der ganzen Fahrerei, hä? Der hat die Papiere dabei für die Agrargenossenschaft. Die können wir dann gleich mal soweit fertig machen. Die habe ich, glaube ich, noch. Nee, er hat neue mitgebracht. Wegen. Weil, also, du hast den Antrag noch dabei, oder was? Stefan. Die neue habe ich nicht. Nein, aber du hast das, was du geschrieben hattest, mit dabei. Ja, das habe ich noch. Hast du das oben im LKW? Ja. Na dann, auf geht's. Abflug, jeder Gang macht schlank. Jeder zweite geht in die Breite. Klettern kann man gut. So, was müssen wir da machen, Herr Jäger? Einmal würde ich raten, Ihnen, dass Sie das durchlesen. Ja. Nicht, dass da irgendwas drinsteht, das nicht zu Ihrer Zufriedenheit ist. Ja. Und der Herr Müller hat hier gerade den Antrag noch, den wir geschrieben haben. Ja. Diesel hast du unterschrieben? Ja. Okay. Hab ich unterschrieben? Glaube ich noch nicht. Nee. Dann gib mal her. Warte, ich guck gleich nochmal nach. Ja, guck mal, ich lese mal hier kurz. Was sind das für Gebühren?
Gebühren? Gute Frage, nächste Frage. Wollte sie nur testen, steht nichts von Gebühren drin. Haben wir Glück gehabt. Ja, bis auf das mit den Steuern, aber das ist dann verständlich, ne? Müssen halt Steuern gezahlt werden, aber ist ja klar. Ja, ist das, also wir haben es ja hier nochmal aufgeschrieben, es ist ja so, dass jeder für sich selbst wirtschaftet im Sinne und wir nur uns gegenseitig unterstützen mit Agrargeräten. Heißt das dann jetzt nur nochmal zum Verständnis, dass ja jeder auch für sich selber die Steuern zahlt? Ja. Richtig. Wir helfen uns nur gegenseitig mit den Geräten aus und mit der Feldarbeit. Gut, nehme ich so auf. Ist eine gute Idee, wenn man das mal so durch den Kopf gehen lässt. Ja, es geht halt darum, dass wir sparen uns halt einen Haufen Geld, weil nicht jeder das gleiche Equipment anschaffen muss. Deshalb, das ist ein Grundgedanke einer Agrargenossenschaft, dass man sich da zusammenschließt, um weniger Ausgaben zu haben. Es ist ein bisschen gemeinnützig veranlagt von mir, weil die beiden trotz allem jeweils 1000 Euro pro... was hat man gesagt, was ihr kriegt? 1000 Euro. Ah, pro Woche? Ihr hättet jetzt auch mehr sagen, das wäre, glaube ich, nicht aufgefallen. Nee, doch. Ungefähr. Nee, ist schon fair. Also kriegen jeder jeweils 1000 Euro pro Woche von mir. Werde ich natürlich dann, also habe ich am Ende eigentlich gar nichts davon. Aber das hat man so besprochen, dass wenn die Genossenschaft an den Start geht, dass man das so machen. Gut. Dass sie da auch Bescheid wissen. Jo. Sag mal, Stefan, bist du da oben hängen geblieben? Nee, ich komme gleich. Was macht denn der da? Pullert der da, oder? Ich möchte jetzt nicht wissen, was der da oben macht. Ja, besser ist es ja okay. Jäger. Sonst müssen sie ja noch zu so später Stunde auch noch arbeiten. Das wäre ja schlecht. Ja, nicht, dass sich solche Sachen wiederholen wie an der kleinen Silvesterparty, ne? Naja, der Racex ist ja nicht da, von dem her. Aber das Feuerwerk war schön. Ja, da sind so Sachen hier, die sind nicht so super gelaufen, ne? Herr Diesel. Was? Wissen Sie noch, was da passiert ist? Moment, ich laufe mal wieder so rum. Das war am Halloween. Nein, ich meinte das später, das mit dem Xerion. Ach so, ja, das war davor, vorm Knallen. Ja, das ist aber trotzdem an dem Abend hier. Oder ein, zwei Abende davor. Aber, Das war noch am selben Abend, wo sie da reingeschippt. Das musst du keiner wissen. Herr Jäger? Der ist voll von mit dem AMG in den Xerion von Razix reingeschallert vorne rein. Aha, ja. Mit dem Streifenwagen. Der war vor allen Dingen noch neu, das ist doch dieser. Der war noch ein paar Tage da. Und da fragt man sich, wer den Führerschein nochmal nachmachen muss, ne? Herr Jäger? Ja. Wollen Sie mal eine Probestunde? Nein, danke. Weil im Gegensatz zum Herrn Diesel bin ich nicht mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Ja, okay, ich halte mal lieber die Klappe. Stefan! Ach, wie süßen Fröschlein. Stefan! Ja, tschüss. Ich komme gleich. Was macht der da oben? Ich hab mir gerade schon Sorgen gemacht, gell? Oh, ist das Wasser herrlich. Steht ein bisschen Knien, bis zum Knien steht er im Wasser, ey. Warte, das Wasser ist herrlich angenehm. Was macht der jetzt da oben, ey? Keine Ahnung. Aber hier könnten wir auch mal im Sommer so eine kleine Party veranstalten, oder? Wollte ich gerade sagen, so ein kleines Grillfest? Jo. Mit Alemann? Oh, was mit den Alemann? Ja. Mit den Alemann. Die meinen wohl mit der ganzen Gemeinde. Achso, mit ja, allen Mann. Alle Mann. Jetzt. Ich habe alle Mann verstanden. Ja, ist ja nicht nur, dass wir nur Männer sind. Also, ein bisschen abwechseln wäre natürlich auch mal gut. Ne? Ohne das jetzt falsch zu verstehen. Nö, alles gut.
Was trägt der? Ich könnte mir gerade vorstellen, dass der da oben irgendwas reinschreibt. Wir müssen auf jeden Fall nochmal Kontrolle lesen. Ich gehe mal eben gucken. Ja, gucken Sie mal nach, ob noch Taschentücher da sind, dann weiß wer gemacht hat. Stefan, du sollst dir kein, du weißt schon was. Du sollst den Antrag jetzt nicht umschreiben. Komm jetzt. Oh, kann der sich jetzt nicht mal beeilen, ey? Sieht sich so schön. Der hat abgeschlossen, ich komme da nicht rein. Was macht der da? Dann müssen wir auch noch zurücklaufen. Achso, Herr Jäger, müssen wir die Sachen hier auch noch unterschreiben? Ja, eigentlich schon. Und zwar jeder von ihnen. Deswegen sollte er eigentlich langsam aus dem LKW rauskommen. Ich bin gleich da und zwar, warte, ich suche nur noch gerade das letzte. Ich bin da gerade eins noch abhanden gekommen. Diesel, komm rüber, hier. Ich bin gleich sofort da. Mensch, wo ist das jetzt hier? Ja, Kuli. Bist du frach? Jo. Gut. Jetzt fehlt nur noch der Mülli. Mülli! Ja, mir fällt ja ein, ich muss ja auch noch unterschreiben, weil ich es als Dein entgegengenommen habe, beziehungsweise akzeptiert habe. Richtig. Jo. Kann ich ja auch jetzt schon mal machen, wenn er noch braucht. Tja, machen sie. Mülli! Stefanie! Sorry, den muss ich mir jetzt aber, dem konnte ich mir nicht mehr verkneifen. Da oben sehe ich ein Licht. Guck da. Rechte nix. So. Stefan, an den Tisch, du musst noch unterschreiben. Ey. Hier, unterschreiben. Oh, hier einmal. Einmal unterschreiben. Ja, gib mir mal den Antrag. Ich einmal. Danke. Ey. Stefan? Ja? Was ist denn das unter Absatz 3? Unter Absatz 3? Ja. Einen Moment. Ja, schon super an. Ja, Gott sei Dank, ich geh mir noch ein Getränk holen. Ich auch. Ja, gib mir mal bitte einen Rockstar. Ist mir egal welchen. Gut. Ich dachte, ey. Der Rockstar mehr da. Danke. Ja. Alter, du kannst dem verkaufst den Rockstar und mir nicht? Alter, hier komme ich nicht mehr her. Hier hast du... Nee, jetzt bin ich jetzt Ruhe hier. So, was ich war jetzt Absatz 3? Geben. Ach, der Kioskbesitzer kann mich mal hier. Ich nehme einen gekühlten Rockstar unter der Theke, ja? Gib mir noch eins. Sauerei hier. Danke. Hier, Volker, für dich. Ja, danke, hier. Der hat dich vorhin nur veräppelt. Ja, und auch 3. Der hatte dich vorhin nur veräppelt. Interessiert mich nicht. Lass mich nicht verarschen. Autsch. Ja, was soll unter Absatz 3 stehen? Nichts, wollte ich von dir wissen. Absatz 3 gibt's gar nicht. Genau. So, hier, bitteschön. Danke. Herr Jäger, Sie brauchen nicht weinen. So, Nein, ich muss mir gerade das Dach verkneifen. Sind wir durch? Ja. Die Herren? Ja, von meiner Seite wohl. Ja. Stefan, irgendwas stimmt heute mit dir nicht. Bist doch, alles gut. Bist du leise. Der ist so abwesend, der ist so abwesend. Oh, ja. Ab ins Wasser. Okay. Aber nicht, dass der jetzt Selbstmord macht.
Gut. Ist der Vertrag so schlecht? Nee, eigentlich nicht. Er kriegt ja Geld und muss nichts zahlen. Naja, wenn sie jetzt fies wäre, würden sie jetzt einfach losfahren und irgendwie... Habe ich mir auch schon überlegt, weil ich wollte jetzt eigentlich nach Hause und schlafen. Ich schlafe eine Runde im Trecker. Hey Jäger, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Schön, Sie auch mal außerhalb Ihrer Dienstzeit eigentlich, also so nicht wirklich im Dienst, aber halb im Dienst kennengelernt zu haben. An Silvester war dafür ja nicht so viel Zeit. Ja, vor allen Dingen, weil wir irgendwie alle in der Wald geschlafen haben. Ja. Boah, hör auf. Ich habe immer noch eine Ameise von irgendwo am Körper rumflitzen. Ich muss halt nicht duschen. Doch, klar war ich duschen, aber das Scheißvieh ist hartnäckig. Dann waren sie anscheinend nicht an allen Ecken. Aber ich lauf mal, nicht, lauf mal rückwärts. Bisschen nach rechts. Ja, geh mal schön baden, Jung. Gut, also liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.